Herzlich willkommen in der neuen Folge Rage 2. Folge 15. Mittlerweile. So, wir fahren jetzt zu diesem Fragezeichen. In der letzten Folge haben wir einen Panzer gefunden, den weggebracht und ein paar Außenposten gemacht. Das ist ein... Da, 200 Meter. Was ist das? Ziel erreicht. Was soll denn hier sein? Giftmüllkippe. Er hatte die Granate in der Fessel. Maulsperre, nichts zu machen. Musste den Kiefer mit einem Stemmeisen aufbrechen. Weißt du, was wir machen? Den hier. Aber der Anblick war okay. Tschüss. Klatsch. So, ich habe es gesehen. Und? Ready. So. Die Dinger sind schwierig zu töten. Oder zu zerstören, eher gesagt. Ah. So. Achso, das war's schon. Drei Lagerkisten, das war's. Naja. Immerhin. Mein Fahrzeug ist da unten, ne? Ja. Nipper habe ich doch schon. Ja. Darf ich hier rein? Schön. So, nächste wäre... Ja, komm, Auftrag. Auftragskills. Wenn es kurze Strecken sind, die überspringe ich nicht. Wenn es wirklich lange Strecken sind, über 3 Kilometer, also weit über 3 Kilometer, dann fahre ich mal einfach so hin. Und cutte. So, hier links. Hier das... Oha, fast runtergefallen. Wir sind da. Guten Morgen, Finanzamt. Achtung! Weg mit dir. Wow. Eigentlich absolut nicht getroffen. Da fehlt auch welche, oder? So, Arschentruhe erledigt. Ah, Datenpad. Hey, Snackpack. In Trenchwater. Ja, in Trenchwater. Da haben sich viele Sachen. Sie haben einen super tollen Hirnschmelzer. Direkt vor der Stadt. Da schuften irre Mutanten Tag und Nacht, damit der riesige Hirnschmelzer läuft. Die sind im Keller, tragen Laborkittel und alles ist supermäßig überwacht. Meine Zähne tun schon weh, wenn ich dran denke. Mit dem Ding können wir jedes Hirn schmelzen lassen. Echt krasses Teil. Okay. Anscheinend gibt es eine krasse Waffe. Also diese Folge oder spätestens nächste Folge machen wir auf jeden Fall die nächsten Arschen. Wir müssen ja auch irgendwie noch ein paar Sachen haben. Oh, das ist riskant, hier so rumzufahren. Hier lang. Hier hoch. Hier hinten ist auch noch was. Oder habe ich das schon? Hm, Stufe 5. Komm, wir machen das eher. Guten Morgen. Zollkontrolle.
Arbeit einstellen. Weg mit dir. Hier unten, da oben. Okay. Ah, auf der anderen Seite. Klatsch, weg mit die Viech. So. Ort abgeschlossen. Wie komme ich jetzt rüber? Ah. So rum? Ja. Ich wollte gerade sagen, ich muss irgendwie rüberkommen. Perfekt. Haben wir das auch erledigt? Monster Truck habe ich nicht geparkt. Oh, eh nur zum Fahren. Ja. Und den bringen wir danach direkt zur Stadt. Oh je. Ach, das ist sogar ein Monster Truck mit Schuss. Cool. Wieso habe ich eigentlich begrenzte Munition und die haben immer unendlich? Quickstop. Haben wir auch erledigt. Aua. Weg mit dir. Du auch. Auch weg, weg, weg. Du bist nicht direkt gestorben. Kommt davon. So. Hier ist noch jemand. Das muss wehtun. So, hier ist auch ein Datenpad. Hier drin. Okay. Anscheinend hier. Hier ist es doch. Also. Der Kugelkaiser. Hey, Shook. Oder Shark. Weißt du noch, der Kerl, der letzte Woche zur Crew kam? Der mit nur einem Arm und den vielen Narben im Gesicht. Ich habe ihn gerade mit Breakneck in der Arena gesehen. Und er hat ihn fertig gemacht. Normalerweise ist ja Schluss, wenn der andere am Boden liegt. Aber dieser Kerl hat einfach weitergemacht. Bis Breakneck keinen Mucks mehr von sich gegeben hat. Die mussten ihn zu dritt wegziehen. Und der Typ hat gesagt, dass er wiederkommt und die Sache zu Ende bringen. Und dass er aus jedem Kleinholz machen würde, der sich ihm in den Weg stellt. Der Boss sagt, dass er als Kugelkaiser bekannt ist. Als Kind soll er mal unter einem Haufen Feldrit eingequetscht worden und dann ausgetickt sein. Der Bastard hat sich selbst den Arm abgebissen, um zu entkommen. Junge, Junge. Mit was muss ich mich da auseinandersetzen? Drehen ja alle am Rad hier. Und wo ist eigentlich mein... Wo ist mein Truck? Ich hab doch hier geparkt. Wurde ich abgeschleppt oder was? Gib mir das Auto. Jetzt ernsthaft? Wurde ich jetzt abgeschleppt? Wie soll ich denn jetzt wegkommen? Wahrscheinlich das Auto hier hinten. Komisch.
Wenn ihr Rage 2 habt, ist euch schon mal sowas passiert? Einfach, dass der Truck weg ist oder so? Das ist doch nicht normal. Das könnten wir machen, aber das ist eine Aufladestation. Das heißt Wellenangriff. Was ist hier? Wir wollten Arschen machen, genau. Steuerbarer Mechberg. Da oben ist ein Boss. Squelch. Hier muss doch bestimmt irgendwo noch eine Asche sein, in Blau. Asche. Haben wir es doch. Ist doch richtig. So. Also, mit den Autos kann man so gut wie gar nicht fahren. Ich lasse jetzt mal einfach mal das laufen. Heißt, den Weg, den zeichne ich jetzt mal auf. Gucken, ob es da gut ankommt. Wenn ihr das raus haben wollt, dann cutte ich das. Also in den nächsten Folgen. Dementsprechend. Hi. Sorry, das Spiel ist abgestürzt. Ich habe ein bisschen zu lang gewartet. Der hat es hier gespeichert. Das heißt, was machen wir jetzt nochmal? Arche. Das war das. Arche. Ja. Also ab zur Arche. Ich war ja schon ein Stück weit im Voraus. Also würde ich sagen, mache ich ganz kurz hier einen Cut. Wir sehen uns bei der Arche. So, da sind wir wieder. Wir sind jetzt quasi da. Das ist jetzt eine bisschen verwirrende Folge. Hier haben wir es. Da ist die Arche. So. Finde und untersuche die Arche. Machen wir. Als ob die das gehört haben. Ich dachte schon. So. Komm schon. Weg mit dir. Weg mit dir. Mit hier. Wow. So, hier ist irgendwo die Arschentruhe. Hä, wohin? Noch eine da. Fürs Protokoll. Gut, gut, gut. Hier ist nix. Wunderbar. Gibt's hier irgendwas? Hier oben? Oh, diese Musik. Wunderbar, zerkletschen. Hä? Da. Ich mit dir.
Was war denn das? Was ist da explodiert? Die Aschentruhe. Bitte treten Sie näher für den Sicherheitsscan. Es gibt zwei Stück. Das ist erledigt. Hier oben drauf bestimmt. Ja, da oben. Gut. Zwei Lagerkisten, ein Datenpad. Lagerkiste ist hier auch irgendwo. Da. Jetzt haben wir hinten auch noch eine. War ich da schon? Er war schon. Hier ist nix. Kann also nur hier sein. Hier ist die Aschentruhe. Wunderbar. Hat das einen Zweck? Au. Ich bin doof. Ich bin absolut doof. Was bringt das denn? Kann ich da was mitmachen? Schreib mir das gerne in die Kommentare. Ich muss da doch nichts holen, oder? Okay, das brennt einfach. Hm. Hier ist gar nichts mehr. Dann muss das doch hier sein. Lagerkiste hier. Es geht weg, also hier muss es sein. Wenn jetzt unten ist einfach, dann dann knallt es mal. Ich bin jetzt hier ganz oben. Es muss doch hier unten sein. Ah, drehen. Was haben wir denn da? Oho. Ich komme auf die Stelle. Okay, warum sind hier einfach Tote? Hm. Da muss er erstmal drauf kommen, auf diese Stelle. So, jetzt können wir das öffnen, oder? Datenpad. Hier. Mutantenkind. Saulton und Glisten sind tot. Ich habe es nicht gern getan, aber sie kannten das Risiko. Ein paar von uns haben sie nach Feierabend bei der Saufbude besucht. Sie hatten das Ding im Keller. Ich weiß, es hat sie schwer getroffen, als das Fieber ihre Jungs letztes Jahr dahin gerafft hat. Verdammt. Ich habe sogar geholfen, sie zu begraben, aber einen wilden Mutanten zu fangen und ihn wie ein eigenes Kind großzuziehen? Jetzt ergibt alles einen Sinn. Die Geräusche in der Nacht, die Kratzer an Saultons Hals. Die Jungs haben das Ding in Stücke gehackt und als Glisten einen Messergriff, um es zu verteidigen. Nun, sie haben mir keine Wahl gelassen. Ich habe sie draußen bei ihren Jungs begraben und die Überreste des Mutanten auch. Okay. Total verquirlte Welt. 415b. Madam President, willkommen in der Arche 415b. So, mal gucken. Ah, Raketenwerfer. Also noch zwei Fähigkeiten habe ich frei.
müsste irgendwas passieren. Dies ist der Smart-Raketenwerfer. Er feuert mit Nanotrieben betriebene Raketen ab, die einen großen Explosionsradius aufweisen. Linke Maustaste, um raketenbetriebene Sprengkörper abzufeuern, die beim Aufprall explodieren. Erfolgreich. Während des genauen Zielens kann der Smart-Raketenwerfer ein Ziel erfassen und mehrere Zielsuchraketen darauf abfeuern. Das war's? Achso. Ja. Also rechte Maustaste gedrückt halten. Sequenz abgeschlossen. Setzen Sie den Overdrive des Smart-Raketenwerfers gegen simulierte Gegner ein. Overdrive. Was kommt jetzt? Jawohl. Das Training ist abgeschlossen. Okay. Simulation wird beendet. Wunderbar. Abgeschlossen. Raus hier. Danke. So. Munition. Da ist es doch. Wo geht's hier raus? Da. Mögen Sie der Menschheit einen neuen Anfang bringen, Madam President. Jawoll. Super. Ich bleib beim klassischen. Pistole. Oder halt dieses Sturmgewehr. Die höre ich wieder hinten. Oh je. Zack. Okay, der ist schon tot. Lecker Schmecker. Das sieht sehr lecker aus. Jetzt weiß ich, jetzt muss ich Raketenwerfer nutzen. So. Jetzt kriegen die einen alle um den Sack. Kann ich hier auch was mit anrichten? Nö, ne? Ich habe keine Ahnung, was bringt das? Außer mich zu töten. Ja, toll. Jetzt habe ich es geschafft, ich bin hier raus. Oh Mann. Okay, das ist noch okay, das Fahrzeug. Immerhin. So, was haben wir denn? Haben wir noch eine Arche? So spontan. Ich sehe jetzt keine. Das sind alles... Fragezeichen. Hier ist zwar eine Arche, aber das sind nur Lagerkisten. Die haben wir also erledigt schon. Wir könnten hier eine Arche finden. Erreiche die Genforschungsstation. Wir könnten auf jeden Fall ein paar Missionen hier machen. Ich habe Stufe 6, 7. Das heißt, theoretisch könnten wir die machen. Machen wir mal hin. Noch ein Banditendepot. Obwohl Banditendepot?
Aber das machen wir eben. So. Weg mit euch. Mit hier. Quasi wie so ein Michael Bay-Film. So. Eieiei. Da. Aber dich auch. Nee, ist so verletzt. Matsche. Einmal nach oben. Ist sowieso in der Lagerkiste, oder? Nö. Erledigt. So, wir müssen da rein. Gut. Hier drin. Ist irgendwie ein Dunpad, oder? Ne, nur Lagerkisten. Jetzt macht nix. Da hinten sind sie, die schießen rum. Wo ist das eigentlich mit dem Fahrzeug? Steht da? Treibstoffbehälter habe ich nur 5 kaputt gemacht. Da hinten. Ah, hier. Ich wollte gerade sagen. So, 9 von 13. Da. Gut, dass es die Funktion gibt. Das wäre ich total verloren. So. Noch was? Ach, noch was, genau. Noch was? Eine. Da hinten. Da hängt sie. So. Also ich persönlich hätte die Dinger eher mitgenommen, damit ich Treibstoff habe. Aber man kann sie auch zerstören. Ist ja auch eine Idee. Ich sehe aber kein Fahrzeug. Wissens. Ist mein Fahrzeug noch da? Ja. Wieso brennt das eigentlich immer? Macht doch gar keinen Sinn. Mach ich mir irgendwie Sorgen. Naja, okay. Ich sehe auch, wir haben jetzt lang 30 Minuten schon. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge. Lasst gerne ein Like da, ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und gerne einen Kommentar schreiben, was ich noch verbessern könnte. Oder ob es euch irgendwas nicht gefallen sollte oder so. Würde mich schon freuen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.